Vor gut einem Jahr stand ich genau an dieser Stelle und habe euch das Sigmarox 2.0 vorgestellt. Wer das Video noch nicht gesehen hat, den verlinke ich es hier oben in der Infobox. Im Oktober wurde ein Update veröffentlicht, mit dem die Firma des ROX 2.0 auf die Version 2 gehoben wurde. Welche neuen Funktionen darin enthalten sind und ob das ROX dadurch besser geworden ist, erfährst du hier im Video. Also legen wir los! Er zeigt an, dass ich nicht mehr auf dem Track bin. Gefällt mir trotzdem. Es gibt drei neue Funktionen für das ROX. Fangen wir mit der Ein-Punkt-Navigation Search and Go an. Öffne die Sigma Wide App und klicke oben rechts auf Navigation. Hier wählst du Search and Go aus. Jetzt kannst du in der Suchleiste eine Adresse eingeben oder wählst einen Punkt auf der Karte aus. Dann werden dir die ganzen Daten angezeigt. Auf der rechten Seite findest du drei Kreissymbole. Wähle den oberen aus. Hier kannst du dann zwischen vier Routing-Optionen wählen. Anschließend kannst du dann die Navigation direkt starten oder es für später speichern. Deine Tracks, die du in Sigma Data Center, Komoot, Swava und so weiter geplant hast, kannst du über die Sigma Wide App importieren, die Navigation starten oder auch mittlerweile offline auf dein Gerät abspeichern, ohne dann nachher das Handy zucken zu müssen, um die Navigation zu starten. Bisher war es ja immer so, dass du eine aktive Verbindung mit deinem Smartphone brauchtest, um zum Beispiel Touren von Komoot abfahren zu können. Das entfällt jetzt. Ein Problem, was ich mit dem ROX 2.0 hatte, war, dass ich oft nicht genau wusste, wo ich lang muss, trotz Abbiegehinweis. Oft waren die für mich zu ungenau und ich musste immer wieder auf mein Handy gucken, um die Karte zu öffnen und zu schauen, wo geht mein Track jetzt lang. Deswegen hatte ich mir in der Zwischenzeit auch schon einen Garmin Edge 530 gekauft. Aber durch das Update kommt eine neue Funktion rein, die dieses Problem beheben soll. Nach dem Update kann dein ROX dir den Track anzeigen. Startest du die Navigation, wird automatisch eine neue Trainingsseite hinzugefügt, wo dein Track angezeigt wird, plus den Abbiegehinweisen. So sollen Unsicherheiten vermieden werden. Verlässt du ungewollt die Route, weist dein ROX dich akustisch und visuell darauf hin. Unter anderem wird auf der Track-Anzeige eine gestrichelte Linie zur ursprünglichen Route angezeigt und auch ein Richtungspfeil. Und das alles zusammen soll einfach es unnötig machen, dass du ständig, wie ich es immer hatte, auf die Karte gucken musstest, auf dein Handy gucken musstest, wo muss ich jetzt wirklich lang? Muss ich jetzt wirklich abbiegen oder nicht? Oder links? Ich hatte da das Problem, ich war mir oft unsicher und musste halt immer wieder gucken. Und damit soll das Problem behoben sein. Ich bin gespannt, ob es das auch wirklich tut, dass ich dadurch wirklich weniger oder sogar gar nicht auf mein Handy gucken muss. Und das testen wir. Sehr schön. Ja, wunderbar. Also wie ihr gerade gesehen habt, hat es mit den Abbiegehinweisen und der Track-Anzeige bei dieser jetzt doch schon etwas komplizierteren Kreuzung besser geklappt. Also wo es einmal nach links, nach rechts, geradeaus und leicht links ging. Also schon doch etwas kompliziertere Kreuzung. Hatte man in dem Sinne keine Probleme zu wissen, wo man hin musste. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Und mit dieser Track-Anzeige, die ja doch relativ klein ist, aber es ist auch natürlich dem kleinen Gerät geschuldet,
konnte ich das ja sehr gut erkennen und musste jetzt nicht anhalten, aufs Handy gucken oder weiß nicht was. Also schon mal super. Jetzt machen wir einen kleinen Versuch und fahren absichtlich falsch. Mal schauen, was das Gerät da macht. Es macht noch nichts. So, ich glaube, jetzt langsam merkt es, dass ich falsch fahre. Ja, wo er merken tut es das noch nicht, aber er zeigt an, dass ich nicht mehr auf dem Track bin. So, jetzt hat er es gemerkt. Ah, interessant. Jetzt zeigt er mir hier mit einem Pfeil die Richtung zum Track wieder an. Aber ist auch... Also, guck mal, hier sieht man jetzt. Der Track ist auch da. Da ist ein Weg. Jetzt sehe ich ihn. Er zeigt er mit gestrichelter Linie auch da so hin. Klar, hier kann ich jetzt nicht durch. Aber... ist gut. Ja, gefällt mir trotzdem. Auch wenn er jetzt nicht den Track umplant. Trotzdem gut. Oh, schon lange nicht mehr gefahren. Ich freue mich. Oh, ja, da sieht man, meine Tochter hat mir eine Nachricht geschickt. Das funktioniert nach wie vor super. Und das Gute finde ich auch, dass er das Ganze anzeigt, bis du einen Knopf drückst. Weil zum Beispiel mein Garmin, da zeigt es an und ein paar Sekunden verschwindet es. Das finde ich manchmal blöd, wenn man mich runterfährt, dass man gar nicht merkt, auch dass den Ton nicht hört. Hier zeigt das Ganze halt an und einmal merkst du, warte mal, ich sehe da keinen Track mehr und dann guckst du, ah, Nachricht. Sehr schön. Nach meiner Meinung ist das beste neue Feature die neue Track Navigation. Damit kann ich das Sigmarox 2.0 echt vielseitiger nutzen. Es entfällt, dass ich ständig auf mein Handy gucken muss, um zu schauen, wo ich lang muss. Und das war mein größter Kritikpunkt. Und weswegen ich mir auch dann das Garmin Edge 530 gekauft habe. Wäre das Update früher rausgekommen, dann weiß ich nicht, ob ich mir das überhaupt gekauft hätte oder nicht beim ROX geblieben wäre. Weil das macht das Gerät echt um einiges attraktiver. Vor allem für den Preis von 50 bis 60 Euro ungefähr. Also... das Update macht das Gerät auf jeden Fall deutlich besser in meinen Augen. Kann ich nur sagen, Daumen hoch, super gemacht, Sigma. Das Gerät ist dadurch deutlich besser geworden. Das war's heute von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr konntet was mitnehmen, konntet für euch entscheiden, ob das Sigma ROX 2.0 was für euch ist, besonders jetzt auch nach einem Update. Mehr bleibt mir nichts zu sagen, außer dass ihr das Video gerne liken könnt. Haut unten was in die Kommentare rein, dafür sind sie da. Lasst mir gerne ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns bald auf den Trails. Also macht's gut, haut rein und ciao.